Hallo zusammen. Hallo. Ihr kennt das Problem, wenn es heiß und stickig ist im Wohnmobil, wenn es außen 30 Grad hat und innen teilweise sogar mehr. Im November ist es kaum zu erwarten, aber der nächste Sommer kommt bestimmt und dann brauchen wir wieder Frische im Wohnmobil. Jetzt haben wir uns vor 2 Sommern, so kann man sagen, ja, haben wir uns einen Fantastic Fan einbauen lassen. Den haben wir jetzt ausgiebig ausprobiert. Und wie fantastisch der Fantastic Fan ist, das zeigen wir euch nach dem Intro. Wir haben uns natürlich Ratschläge eingeholt, wie gehen wir mit der Klimatisierung des Wohnmobils um, bevor wir uns den haben einbauen lassen. Und er wird ja auch allgemein in der Camper-Szene sehr hoch gelobt. Auch wir haben keine negativen Meldungen bekommen. Eigentlich hat sich alles immer sehr positiv angehört. Es war dann die Alternativen, die uns angeboten wurden. Das war dann oftmals eine Klimaanlage. Die kam für uns nicht in Frage, denn um eine Klimaanlage betreiben zu können, muss man am Landstrom sein, beziehungsweise ohne Ende Batterieladung haben. Klimaanlage ist eine tolle Sache, das ist gar keine Frage, kühlt das Auto runter. Aber bei 7,50 Meter Wohnmobillänge braucht es da schon ordentliche Energie dazu. Also das kam für uns nicht in Frage, zumal wir auch sehr gerne freistehen. Einfach mal so. Die Alternative Fantastic Fan, viele haben gesagt, ist ihnen sogar lieber als eine Klimaanlage. Haben wir uns auch so gedacht, kann man mit 12 Volt betreiben, braucht man also nicht an Steckdose anstecken oder an Landstrom. Und der kühlt dann das Fahrzeug ordentlich runter. Wir haben dafür ungefähr so um die 700 Euro bezahlt, dass das nachträglich eingebaut wurde von einer Spezialfirma, die ja auch in dem Preis eine Beratung inklusive hat. Die haben wir auch bekommen, allerdings erst nach dem Einbau. Wir sind davon ausgegangen, dass wenn die Klimaanlage, wenn dieser Fantastic Fan eingebaut wird, dann muss der zwangsläufig in eine Öffnung, in eine Dachluke eingebaut werden. Wir wollten keinesfalls den Fantastic Fan in der Dachluke haben, in der wir im Bett liegen, also die über unserem Bett ist. Deswegen haben wir gesagt, machen Sie bitte lieber ins WC rein, zumal er vom WC aus dann auch schön die Luft verteilen kann. So war unsere Idee. Da hat es dann der Mechaniker auch eingebaut. Und wie er fertig war, hat er gesagt, warum haben Sie den eigentlich nicht unter die Wohnsitzgruppe gemacht? Tolle Idee. Ja, genau, kam nur zu diesem Moment etwas zu spät. Vielleicht wäre es gut gewesen, er hätte uns vorher gesagt, was er meint. Ja, ja. Denn wir haben ja drüber gesprochen. Also das konnte man, diese Beratungsqualität konnte man da von der Firma nicht erwarten. Wir nennen jetzt auch extra den Namen nicht. Nein, ja. Brauchen wir ja auch nicht. Brauchen wir auch nicht, ja. Aber das hat uns natürlich schon ein bisschen erschüttert. Ja. Aber erst im Nachhinein, im ersten Moment, sind wir nur erschrocken, weil wir sind reingegangen in unser Bad und das Bad war stockdunkel, ja. Was uns sonst Freude macht. Dass das Bad schön hell ist, ja. Man was sieht, hat man auf einmal nichts mehr gesehen. Man musste immer erst den Deckel aufmachen, damit da Licht reinkommt oder das Licht einschalten tagsüber. Also das ist für uns eigentlich ein No-Go gewesen. Ja, also ich war sehr unglücklich über diese Lösung mit dem dunklen Bad. Also die Fantastic Vent liegt daran, dass er die Luft kühlt beim Verwirbeln. Und deswegen macht es relativ wenig Sinn, den Fantastic Vent da einzusetzen, wo man nicht hinkommt, sondern man setzt ihn optimalerweise hier über der Sitzgruppe ein. Aber das ist bei uns nicht erfolgt. Das haben wir, diese Beratung haben wir erst bekommen, nachdem der schon im Bad eingefügt gewesen ist. Und wie das im Bad jetzt aussieht, wie wir reinkommen, das zeigen wir euch jetzt. Da steht schon die Ursi bereit. Also, mach mal die Tür auf, bitte. Wenn wir hier gehen wir jetzt ins Bad hinein. Und jetzt machen wir die Tür. Die tun wir jetzt komplett öffnen. Oder sieht man? Da muss ich die Tür zumachen. Es ist alles stockdunkel. Ja. Ja, man sieht jetzt ein bisschen Licht. Man muss also hier Licht anmachen, damit man was sieht. Und damit ist der schöne Effekt in unserem Bad, nämlich die Helligkeit, absolut verloren gegangen. Ja, du musst man kann das dann, zeigen. Man kann das dann aufdrücken. Also ich mache es jetzt mal mechanisch auf. Aber auch da
ist bei weitem nicht die Helligkeit, wie wir sie davor gehabt haben, weil dadurch kommt nicht so viel Licht rein wie bei der ursprünglichen Version. Außerdem kann man sie bei Regen nicht aufmachen. Ja, genau, weil die hat einen Regensensor, der schließt automatisch. Ja. Und dann kommt noch eins dazu, dass man zwar die angenehme Kühle hat, aber nur in diesem Bereich, also wenn man auf der Toilette sitzt. Ja. Und vorne staut sich die Hitze trotzdem. Also das war ein absoluter Flop. Und da fühlen wir uns auch schlecht beraten, dass das hier eingebaut wurde. Da hätte mit uns geredet werden müssen. Für eine Firma, die einen stolzen Preis verlangt, sollte dann auch die Beratungsqualität stimmen. Ja. Wir wurden ja eigentlich nur gefragt, wo wollt ihr das hinhaben? Und wir haben gesagt, wo wir es nicht hinhaben wollten. Ja, und das war über dem Schlafzimmer, also in dieses Fenster rein, das wollte ich nicht. Uns wurde nicht gesagt, dass ein Ausschnitt in Preis inklusive ist. Wir gingen davon aus, dass das in eine Dachluke eingesetzt werden muss. Und erst dann, als das alles fertig war, hat es geheißen, warum habt ihr das nicht da einsetzen lassen? Hm. Also, für die Beratung. Also die Freundschaft zum Fantastic-Fan hat schon mal nicht unter guten Sternen begonnen. Nein. Wir waren ein bisschen frustriert, aber okay, es soll ja nächste Sommer kommen und wenn es dann warm ist und der kühlt unser Fahrzeug durch, wunderbar, dann hat sich das dennoch gelohnt. Der Sommer ist gekommen. Ja. Ich war auf Dienstreise bei ungefähr 35 Grad außen, 38 Grad im Wohnmobil und in voller Freude, natürlich auch mit Solaranlage betrieben, habe ich dann im Fantastic Fan eingeschalten und ich habe nur ein Getröhne gehört, aber von Frischluft habe ich nichts bemerkt. Ich bin dann ins Bad gegangen, da war es immer eigentlich ein ganz angenehmer Luftzug, aber nur im Bad. Ja. In der Küche haben wir schon gar nichts mehr gemerkt davon. Nein, es hat sich nichts verteilt, gar nichts. Auf dem WC, wenn man da auf stille Örtchen musste, war es angenehm von der Temperatur. Dann haben wir uns an den Verkäufer gewandt und haben gesagt, also der gute Ratschlag, den er uns gegeben hat, nach dem Einbau wäre vielleicht schon schlau gewesen, wenn er uns den vorm Einbau gegeben hätte. Und wir haben gesagt, wir möchten das geändert haben. Das hat er dann auch gemacht, hat er uns nochmal 150 Euro dafür abgeknöpft. Ja, ist okay, wir haben es bezahlt. Ja, schön war es nicht, weil zu einer Serviceleistung bei einem Ausbauer, Ausbauer, der ja doch gut Geld nimmt, sollte auch eine qualitativ hochwertige Beratung dabei sein und die sollte dann wenigstens den Kunden vermitteln, dass er den da einbaut, wo er die beste Funktion hat. Wir wussten ja nicht, wie der Fantastic Fan funktioniert. Ja, also und wir wussten auch gar nicht, dass man in die Öffnung, also in das Wohnmobil, in die Decke eine Öffnung reinmachen kann. Also wir sind davon immer ausgegangen, es muss in eine bestehende Luke eingebaut werden, dass man für so ein Fantastic Van extra eine Luke machen kann. Das war uns überhaupt nicht bewusst und also wir wären auch gar nie auf die Idee gekommen, dass so etwas angeboten wird. So, und jetzt haben wir den hier über uns hängen. Ich tue mal die Kamera ein bisschen hochrichten, da seht ihr ihn hängen. Ja? In Hänge ist gut. In eingebaut. Eingebaut. Ja. Er hängt nicht, ist also eingebaut. Ja. Und jetzt sagen wir euch auch, was die schlechteste Investition in unser Wohnmobil gewesen ist, weil wir haben ja einiges ausbauen lassen, das seht ihr ja in unseren Videos. Und die schlechteste Investition in unser Wohnmobil, das war der Fantastic Vent. Ja. Oder Vent, wie heißt Vent? Vent, ja. Also wir sind nicht sehr glücklich damit. Also, und wir finden an dem Fantastic Vent, um das einmal abzukürzen, wer jetzt ein positives Video erwartet, der kann dann gleich abschalten. Wir finden an dem Fantastic Vent nichts. Der taugt für uns in keinster Weise ein überflüssiges, überteuertes Produkt, was auch noch aus unserer Sicht ja eigentlich nur Nachteile hat, oder? Ja, also für uns bringt da nichts. Also hauptsächlich für mich bringt da gar nichts. Ja, also es ist sogar, führt sogar zum Disput, wenn wir irgendwo uns hinstellen an einen Waldrand oder sonst wo und es ist heiß, weil wir angekommen sind und wir wollten dann nicht unbedingt die Fenster aufmachen und alles. Dann sage ich, komm, lass uns den Fantastic Fan ein bisschen einschalten. Dann murrt sie schon, ja, weil der natürlich ja laut ist. Weil bei ihr, sie sitzt ja da, wo wir jetzt sitzen. Ich sitze dann meistens am Fahrersitz. Und bei ihr bewirkt er schon was, also er bringt einen frischen Luftzug. Bei mir am Fahrersitz bewirkt er gar nichts. Ja, ja? Ich habe immer das Gefühl, im Zug zu sitzen, mir macht es keinen Spaß. Also ich mache lieber die Fenster auf und mache so ein kleiner Luft.
Abzug. Und das haben wir auch festgestellt, das Fahrzeug dann runter zu kühlen. Es bringt mit dem Fantastic Fan nämlich gar nichts. Der kann auf Hochtouren laufen. Das dauert ewig. Der kühlt auch nicht runter. Die Temperatur wird nicht weniger. Es bringt gar nichts. Das ist viel zu wenig Luft, was der reinbringt. Und wenn wir dann dagegen ein Fenster an der Seite aufmachen und dann die Tür, meinetwegen dann noch mit Fliegengitter, dann ist ruckzuck ein positives Ergebnis und man hat ruckzuck frische Luft. Und dann haben wir noch bessere Alternativen für einen Fantastic Fan. Und das tun wir jetzt alles benennen, nicht, dass wir hier nur meckern, sondern das Ganze soll auch Hand und Fuß haben. Und wir wollen unsere Erfahrungen und den Grund für unsere Meinung, warum der Fantastic Fan ja für uns halt einfach nicht das Richtige ist. Es gibt vielleicht ein, ja. Das ist ein Scheiß. Für einige von euch, die sind vielleicht sehr zufrieden damit. Das soll ja auch so sein. Das spiegelt ja jetzt nur unsere eigene Meinung und unser eigenes Empfinden wider. Das ist die Fernbedienung dazu, ja, die soweit ganz okay funktioniert. Aber hier seht ihr schon mal, air out, air in, unten und up, down. Also man kann da die Klappe hoch machen und runter machen und air out, air in. Da kann man blasen, aber man sieht es nicht. Wenn ich jetzt einschalte, geht da die Luft rein oder geht sie raus? Man muss immer erst die Hand hinhalten. Der Fantastic Fan, die einzige Funktionsweise, wo er vielleicht noch etwas taugt, das ist, wenn man Zwiebeln schneidet oder kocht, dass er den Dampf abzieht. Aber das macht unser großes Dachfenster auch. Ich wollte ja gerade sagen, zumal er ja gar nicht über der Kochecke steht. Ja. Ja, da haben wir ja ein großes Fenster und das ist viel praktischer. Dann steht hier Auto. Und manual, das heißt, kann man die Temperatur einstellen. So ein Quatsch. Der kühlt nichts runter. Also, da müsst ihr außen 10 Grad haben und herinnen 30 Grad, dann kühlt er vielleicht runter, weil er diese 10 Grad Luft reinbläst. Ja, aber dann mache ich das Fenster auf oder die Tür und dann ist es ratzfatz runtergekühlt. Also von der Sache her ist nichts. Was sehr gut funktioniert, ist der Regensensor. Bei Regen kriegt ihr den nicht mehr auf. Also wenn ihr euch ins Wohnmobil setzt und es hat 30 Grad herinnen und dann kommt einmal so ein Sommerregen, dann müsst ihr bei den 30 Grad sitzen bleiben, denn dann macht der zu, was ja auch ganz okay ist natürlich. Ja, richtig, das schreit ihm alles rein. Aber das Fenster und die Tür kann ich trotzdem aufmachen und ist ja auch notwendig. Also, aber der Regensensor funktioniert, das müssen wir den Fantastic Fan zugestehen. Ja. So, und jetzt zeigen wir euch mal, was wir an dem Fantastic Fan nicht so fantastisch halten. Weil wir ja nicht so zufrieden sind mit dem Fantastic Fan. Deswegen haben wir uns Alternativen überlegt und haben diese drei Produkte ausprobiert. Und ich kann eins sagen, dass diese drei Produkte, die allesamt unter 50 Euro kosten, das hier nur 15 Euro, alle einen besseren Effekt haben als der Fantastic Fan. Viel flexibler, teilweise auch sparsamer vom Stromverbrauch und vor allen Dingen auch viel wirksamer bei wesentlich geringeren Lautstärke. Ja? Und die Lautstärke, die wollen wir jetzt erstes mal testen. Jetzt? So, also, als erstes haben wir hier mal ein Lautstärke-Messgerät, einen Sound-Level-Meter. Ja? Und da probieren wir den Fantastic Fan in den verschiedenen Stufen aus. Am Sitz unten also das ist schon eine Ansage. Jetzt schauen wir mal, was die Heizlüfter dagegen an Lautstärke produzieren. So, jetzt haben wir hier den großen Lüfter, der hat einen Verbrauch von ungefähr 50 Watt. Man braucht natürlich einen Wechselrichter dazu. Der hat verschiedene Stufen. Und ich mache den jetzt mal auf die stärkste Stufe. Und da bläst mir schon ein ordentlicher Wind ins Gesicht, den ich bei Fantastic Fan gar nicht herbekomme. Und die Lautstärke ist deutlich unter dem Fantastic Fan. Und wenn ich den jetzt sogar weghalte, so wie ich den beim Fantastic Fan weggehalten habe,
Also deutlich leiser, deutlich Wind. Und wenn ich jetzt hier mal mein Handy hinhalte, hat es 19 Grad, wenn er eingeschaltet ist, 19,6. Wenn ich ihn ausschalte, hat es genauso 19,6, denn von der Temperatur her bringt es nämlich gar nichts. Also diese Lüfter bringen nur eine Umwälzung der Luft. Sie machen die Luft nicht kälter, wenn man das misst. Es ist einfach angenehmer, wenn die warme Luft zirkuliert. Man nennt es, glaube ich, Windchill, als Wetterexperte, der ich ja nicht bin. Ja? Dieser Wind kühlt die Luft nur ab. Im Gefühlsbereich, aber nicht im messbaren Bereich. Ja? Und deswegen ist so ein Ventilator sinnvoll. Also auch der Fantastic Vent kühlt keine Luft ab. Er bläst nur Luft rein, aber die bläst er punktgenau darunter, sodass wer davor sitzt oder wer drunter sitzt, der bekommt da was ab. Aber derjenige, der im Stuhl nebendran sitzt, der bekommt gar nichts ab. Und von wegen einen Umwälzeffekt hat der Fantastic Vent schon gleich zweimal nicht. Da ist auch die Lüftung viel zu klein und die Lautstärke, das habe ich euch gerade demonstriert, die ist deutlich zu hoch. Jetzt habe ich noch zwei andere Ventilatoren da, die probieren wir auch noch aus. So, der kleine von Honeywell, das ist eigentlich unser Favorit. Der läuft also so um die 30 Watt rum. Und der kleine, das ist ein Akku-Ventilator. Den kann man ja in unmittelbarer Nähe haben, den kann man auch in jedem Fach aufbewahren. Funktioniert mit USB-Stecker und hat einen Akku hinten dran. Das heißt, man kann den via Handtasche überall mitnehmen. Und jetzt schauen wir mal, was für Geräusche das die verursachen. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, dieser Lüfter, den haben wir viel im Betrieb gehabt, genauso wie diesen. Diese Lüfter erreichen mehr als jeder Fantastic Vent. Und wie gesagt, der ist für 15 Euro zu haben und der ist, glaube ich, für 30 bis 40 Euro zu haben. So, dann schalten wir die mal ein. Der läuft jetzt auf der Stufe 3, hat verschiedene Stufen, lässt sich auch natürlich einstellen und dann schauen wir mal, wie laut das der ist. Unterschied, oder? Und dann schauen wir mal hier. Man hört ihn im Prinzip gar nicht. Und wir können bestätigen, dass der einen enormen Erfrischungseffekt hat, wenn man den einschaltet. Sogar die Ursi bestätigt das, oder? Ja, der hat war viel besser. Also, wenn ihr mir nicht glaubt, der Ursi könnt ihr immer glauben. So, dann haben wir hier den Akkulüfter. Den schalten wir mal ein. Der Stufe 3. Wunderbar, kann man sich direkt am Tisch hinstellen. Da hat er jetzt ein Geräusch, was man als hoch gemessen einschätzen kann. Also für mich ist es wesentlich angenehmer, das Geräusch, als der Fantastic Vent. Schauen wir es nochmal. Aber ist immer noch leiser. Wenn ich jetzt hier weiter weggehe, dann sieht man also auch, hört man gar nichts. Also, das wollten wir euch einfach einmal vorgestellt haben und unsere Meinung dokumentieren, weil wir sind ja auch von vielen gefragt worden, wie ist jetzt der Fantastic Vent? Wir können ganz eindeutig sagen, wir haben jetzt vier Ventilatoren hier herinnen, die alle eine gewisse Funktion haben. Der Fantastic Vent, das war das teuerste Gerät und mit dem sind wir überhaupt nicht zufrieden. Der große Ventilator, den ich als erstes vorgestellt habe, den kann man in den Raum stellen. Braucht allerdings ca. 50 Watt, das heißt, ihr braucht einen Wechselrichter und den kann man aber hinstellen und der bläst dann die Luft auch bis ins Schlafzimmer rein, also über etliche Meter hat er eine Funktion, ich sag mal über 5-6 Meter auf jeden Fall. Der kleine, das ist der angenehmste, weil er sehr stark ist und den stellen wir im Küchenbereich auf und haben dann angenehme Luft in der Sitzgruppenbereich. Und man kann ihn auch mal mit vor die Tür nehmen, haben wir auch schon gemacht. Und der ganz kleine, also das ist so ein ganz tolles Gerät.
den stellt man einfach, auch wenn man rausgeht, ohne Kabel, stellt man den auf den Tisch und lässt sich die Luft bei 30 oder 35 Grad ins Gesicht blasen. Es wird zwar dadurch nicht kühler, aber es wird deutlich angenehmer. Wir haben jetzt unsere Meinung vom Eingangsstatement untermauert. Wir möchten betonen, dass wir hier kein Produkt verreißen wollen. Wir sagen nur unsere eigene Meinung. Ja. Unsere Meinung haben wir klar artikuliert. Das ist unsere Meinung. Und die haben wir auch belegt mit dem Lautstärkemessgerät. Ja. Also, und wir können das auch berichten vom Gefühl her, dass wir mit dem Fantastic Fend überhaupt nicht zufrieden sind. Es ist ein überflüssiges Produkt für uns. Ich fühle mich immer genervt. Ja, und wir setzen den auch so gut wie gar nicht ein. Nein. Im Sommer, im Gegensatz zu den Lüftern, die wir euch gezeigt haben. Also die sind der eine große, der ist schmal und untergebracht in der Heckgarage. Den größeren Lüfter, den haben wir in einen Schrank drin. Und den ganz kleinen, der lässt sich überall Zwischenwäsche dazwischen stapeln oder sonst was. Die sind alle drei sehr angenehm. Wir können euch die wärmstens empfehlen. Spart euch das Geld für einen Fantastic Fend. Geht lieber was Gutes essen, ja. Und kauft euch so einen Lüfter. Wenn ihr wissen wollt, wo es die Lüfter gibt. Also wir haben die Amazon-Links unten in der Infobox aufgeführt. Wenn ihr sie über den Link gekauft, dann kosten die euch nicht mehr als normal, wenn er sie bei Amazon bestellt, kauft. Wir kriegen dann nur eine kleine Provision davon. Aber wir machen keine Werbung, keine bezahlte Werbung für die Lüfter. Die haben wir uns selbst gekauft und haben sie ausprobiert. Und es ist eure Sache, ob ihr sie über unseren Link kauft oder ob ihr sie selber kauft oder im Fachhandel kauft. Also das ist alles natürlich euch. Wir geben nur die Empfehlung, haben es vorgestellt. Und wir hoffen, ihr könnt daraus ein paar Erkenntnisse ziehen. Alle, die wärmstens zufrieden sind mit ihrem Fantastic Fend, wir gratulieren euch dazu und es sei euch auch gegönnt. Wir sind's nicht. Es gibt ja auch noch eine andere Firma, glaube ich, außer dem Fantastic Fend oder so. Ich glaube nicht, dass die besser ist. Ja, also da können wir natürlich gar nichts dazu sagen. Den haben wir natürlich nicht ausprobiert, weil den bauen wir uns jetzt natürlich nicht mehr ein. Ja. Der Fantastic Fend ist laut und mehr oder weniger wirkungslos. Und den Ärger, den wir gehabt haben, wie der im Bad verbaut gewesen ist, also das hat uns die Lebensqualität im Wohnmobil sogar etwas verdorben. Also soweit will ich jetzt nicht gehen, aber es war nicht gerade so schön. Mich hat schon gestört, wie ich ins Bad bin. Ja, es hat gestört, aber deshalb hat es keine Lebensqualität beeinflusst. Also der Fantastic Fend kriegt von uns einen Daumen runter. Aber wir bekommen einen hoch. Aber wir hoffen, dass wir einen Daumen runter. Also nicht verwechseln, gell? Ja, nicht verwechseln. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen dazu. Ja, genau. Ihr könnt auch gerne sagen, wenn wir was falsch berichtet haben, das stellen wir dann beim nächsten Video klar. Wenn wir irgendein Kriterium übersehen haben oder wenn wir vielleicht irgendwas ganz komplett falsch eingeschätzt haben, teilt uns das mit. Wir korrigieren uns, ja. Und ja, ansonsten, das war jetzt unsere Meinung und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Genau so ist es. Wir verabschieden uns wieder. Jawohl, und sagen einfach Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Video. Jawohl, tschüss.